Hi, Madeline hier von Sonic Blue mit einer neuen Folge der Aben Live Insider Tipps. Dieses Mal geht es um das ABing von Presets, das heißt das direkte Vergleichen von Presets, um zu gucken, welches das Beste ist. Dieses Feature gibt es in einer ganzen Reihe von Plugins, sodass man dann quasi einfach Veränderungen von einem Preset machen kann und das dann mit dem Original wieder vergleichen kann. Das gibt es direkt in Ableton Live nicht. Ich zeige euch aber heute eine Methode, wie das ganz schnell und einfach möglich ist. Und ich habe hier schon mal vorbereitet, wo wir das quasi einfach mal dann durchgehen können. Das heißt, ich habe hier einfach das Saturator Preset A Bit Warmer reingezogen in eine Spur und dann habe ich das Preset dupliziert und Veränderungen gemacht und jetzt möchte ich wissen, welche Variante davon die geeignetere am Ende ist. Und das Ganze kann man ganz gut mit dem Keymapping erreichen, so dass man schnell hinherspringen kann, weil so wäre das jetzt quasi, um das zu vergleichen, sehe das so aus. Ich müsste jetzt erstmal hier ausmachen und dann das wieder an. Da hat man natürlich immer Lücken, man kann nicht so komplett direkt vergleichen. So, und jetzt können wir hier in das Keymapping reingehen mit Command-K auf Mac bzw. Steuerung-K auf Windows. Und dann können wir hier einfach einen An-Aus-Knopf von den jeweiligen Presets auf die gleiche Taste auf unserer Computertastatur mappen. Ich nehme jetzt einfach mal das Hashtag bzw. Kreuzchen. So, jetzt können wir den Mapping-Modus wieder verlassen. An sich ginge das auch mit dem Midi-Mapping, aber ich finde es mit Key-Mapping halt in dem Falle praktischer, weil es mit dem Bereich ja nicht um Live-Performance, sondern im Studio geht und dann mache ich halt relativ viel mit Tastenkombis und so. So, und auf was wir dann noch achten müssen, ist, dass eines der Presets an ist und das andere aus ist, sodass wir einfach die ein- und ausschalten können. Wechselnd. Ja, so einfach kann man das sich basteln, dass es das ABing dann doch am Ende in Live funktioniert. Ich hoffe, ihr fandet das hilfreich. Vergesst nicht zu liken, zu teilen und zu subscriben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.